Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Herr Lindner, ein Wackelpudding an die Wand zu nageln, ist einfacher, als Ihrer Haushaltspolitik zu folgen. Ich habe jetzt die vergangenen 4 Stunden Ihnen und Herrn Obtendrenk und Herrn Laschet zugehört und versucht zu verstehen, was ist die Alternative in dem letzten vollen Haushaltsjahr, wo der Plan vorliegt. Was ist die Alternative? Wie lauten Ihre Vorschläge, um dieses Land in der konkreten Haushaltssituation voranzubringen? Sie haben sich in dieser Debatte im Vergleich zu den Debatten in den Vorjahren und aber auch im Vergleich zu dem, was Sie 2005 bis 2010 in diesem Land als Regierung gemacht haben, mehrfach widersprochen. Und nicht bei irgendwelchen Nebenkriegsschauplätzen, sondern bei ganz zentralen Fragen für dieses Land. Einige Beispiele. Unter der Regierung Rüttgers gab es eine pauschale Kürzung über alle Ressorts hinweg, 1,5% jedes Jahr Stelleneinsparung. Dann haben Sie in Ihrem Haushaltskonzept zur Landtagswahl 2012 und auch in den Beratungen der Haushalte der letzten Jahre mehrere tausend Stellen zur Disposition gestellt. 2012 gingen Sie dann aber paradoxerweise gleichzeitig in den Wahlkampf und haben allen im öffentlichen Dienst zugesagt, mit Ihnen gäbe es keine Kürzungen mehr. Und dann, noch nicht mal ein Jahr später in den Haushaltsberatungen, haben Sie dann den Rasenmäher rausgeholt und Herr Laschet hat dann das Saarland als Vorbild genommen und wollte 10% aller Stellen, hat sich hier hingestellt und hat gesagt, das Saarland kürzt 10% pauschal über alle Ressorts hinweg. Warum machen Sie das nicht? Das sind mal eben 40.000 Stellen in der Landesverwaltung gewesen. Das haben Sie in den Haushaltsberatungen zuletzt 2014 so gefordert. 40.000 Stellen einsparen. Davon sollten aber keine Stellen eingespart werden bei den Lehrerinnen, keine Stellen bei der Polizei und keine Stellen bei der Justiz. Die Ministerpräsidentin hat mit dem Spiel des Jahres, was sie eben vorgestellt hat, schon recht. Das grenzt schon an Zauberei, das ist schwarze Magie, das können auch nur Sie, negative Mathematik, 40.000 Stellen einsparen wollen, aber alles ausklammern, das geht so nicht, meine Damen und Herren. Sie müssen doch in dem letzten Haushalt vor der Landtagswahl Stellung beziehen. Wo sind Sie der Meinung? Wo können wir denn Landesaufgaben streichen? Wo sollen wir Stellen kürzen? Wo wollen wir die Einsparungen vornehmen, die Sie hier in diesem Delta, was Sie aufgemalt haben, das angeblich 9 Milliarden sein soll, wo sollen wir diese Kürzungen hernehmen? Was kommt denn auf die Beschäftigten im öffentlichen Dienst zu 2017? Sollten Sie dieses Land gestalten? Welche Position von Ihnen gilt denn nun? Gelten die 10% pauschale Kürzung? Sind 40.000 Stellen in der Landesverwaltung auf dem Spiel? Sagen Sie das doch mal ganz konkret. Und ein weiterer Punkt, wo Sie nicht konkret sind, der aber für viele Familien, für viele, die sich auf den Weg machen nach Nordrhein-Westfalen, und das sind über 700.000 Studierende derzeit, sagen Sie denen doch mal, wie denn jetzt Ihre Haltung Unionsfraktion zum Thema Studiengebühren ist. Norbert Röttgen hat noch 2012 versichert, es gebe keine Wiedereinführung von Studiengebühren. Die Eltern sollen sich auf Entscheidungen verlassen können, die kürzlich getroffen wurden. Im selben Jahr haben Sie hier im Landtag den Antrag gestellt, Studiengebühren wieder einführen zu wollen. Inzwischen wären wir bekanntlich das einzige Bundesland mit Studienbeiträgen. Ihr Euphemismus dafür ist ja Studienbeiträge. Und mit der Einbringung dieses Haushalts, Sie sind 5 Jahre in der Opposition, 2016 wird bereits im Zeichen der Auseinandersetzung für die Wahl stehen, wollen Sie denn jetzt die Studienbeiträge einführen für eine Familie mit zwei Kindern, die gerade das Abitur gemacht haben oder die Fachhochschulreife bestanden haben oder andere Wege, die es inzwischen gibt zu den Hochschulen? Ist das ein brennendes Thema? Das sind 2.000 Euro netto im Jahr. Bekennen Sie doch mal Farbe. Wie ist denn jetzt Ihre Haltung zu diesem Thema? Und wenn wir dann schon mal bei dem Punkt sind, auf diese Paradoxie habe ich Sie ja mehrfach schon hingewiesen, aber wenn wir bei dem Punkt Studiengebühren sind, wenn Sie die Wiedereinführung der Studienbeiträge in Ihrem Haushaltskonzept als Einsparungsvorschlag vorschlagen, dann bedeutet das, dass Sie Eltern, dass Sie Angehörige belasten und dass Sie die Mehreinnahmen, die den Hochschulen dadurch gestehen, ja wieder wegnehmen müssen, sonst wäre es haushalterisch keine Einsparung. Das ist doch paradox.
Sie wechseln nicht nur in dieser Frage Ihre Haltung schneller als mancher Profifußballer seine Vereinszugehörigkeit in der Transferphase. An diesen beiden Punkten wird deutlich, dass man sich auf Ihre Aussagen nicht verlassen kann, noch nicht mal in der Opposition. Aber auf eines ist Verlass: Sie lassen keine Möglichkeit aus, dieses Land schlecht zu reden. Herr Lindner hat eben wieder damit angefangen. Und Herr Laschet, wenn er jetzt im Saal wäre, würde das natürlich abstreiten. Aber ich habe es sozusagen blau auf weiß, der Bayern-Kurier. Das ist so eine Art Playboy der CSU. Untertitel ist auch interessant: Das Magazin für Orientierung, Schutzgebühr 7 Euro. Zeche Zollverein, die Zeche Deutschlands. Was kostet Bayern Nordrhein-Westfalen? Ich verkürze das mal. Mit einigen Aussagen in dieser Lektüre, in diesem Artikel, geht es um die Finanzsituation, da geht es um Infrastruktur, da sage ich gleich noch was zu, da geht es um Hochschul- und Schulpolitik. Und es ist schon ein Kunststück, das auf immerhin 6 Seiten noch nicht mal ein einziges Mal das Thema Länderfinanzen oder Finanzausgleich vorkommt. Und deswegen ist es notwendig, ohne diesen Platz so viel Bedeutung beimessen zu wollen, ein paar Fakten zu geben. Die Ministerpräsidentin hat das in ihrem Beitrag noch mal ausgeführt. Wir haben die Netto-Neuverschuldung über die letzten Jahre gesenkt und wir müssen viel weniger von jedem investierten Euro an Krediten aufnehmen. Es kann doch aber nicht sein, dass Länder wie beispielsweise Sachsen, dass sie ja bei jeder Gelegenheit hier als Vorbild darstellen, es kann doch nicht sein, dass die viel höhere Anteile an einem Euro, das sind glaube ich 30 Cent, aufnehmen müssen und trotzdem einen ausgeglichenen Haushalt erzielen. Ja, die tilgen ja schon. Und dann sind wir uns doch in dieser, in der Debatte Länderfinanzausgleich eigentlich einig, meine Damen und Herren zumindest von der CDU. Wir haben zusammen einen Antrag hier vor kurzem verabschiedet. Wir sind uns doch eigentlich einig, dass wir an diese Sache ran müssen. Und es kann doch nicht sein, dass Sie hier außerhalb in einem Parteimagazin Nordrhein-Westfalen in dieser Art und Weise diffamieren und dass Sie nicht ein einziges Mal darauf eingehen, wie die Länderfinanzbeziehungen dazu führen und suggerieren, als würde starke Länder, als würden die Südländer uns hier finanzieren, sodass wir quasi Entwicklungshilfe erhalten. Das kann es doch wirklich nicht sein. Stattdessen ist wahr, dass wir 26% aller Studierenden in Deutschland ausbilden. Wir bekommen aber für den Hochschulneubau zum Beispiel nur 15% der Bundeszuschüsse. Das ist weit unter Königsteiner Schlüssel. Nach dem Königsteiner Schlüssel erhalten wir 21% der Mittel für Wissenschaft und Forschung. Bei 26% der Absolventinnen, die hier die Ausbildung machen, ist das auch ein Delta. Reden Sie doch mal über dieses Delta. Im Verkehrsbereich, bei den Regionalisierungsmitteln für den Nahverkehr, erhält NRW sogar nur 15,8%. Das sind in jedem Jahr fast eine halbe Milliarde weniger, als uns nach dem Königsteiner Schlüssel zustehen würde. Und dann werden uns noch zusätzlich Steine in den Weg geworfen, weil die CSU wie zu Zeiten von Strauß ihre Pfründe sichert und einen Großteil der Großprojekte, einen Großteil der Infrastrukturmaßnahmen nach Bayern schleust. In der Debatte wurde das schon gesagt, aber ich will es noch mal in Relation machen. 2,7 Milliarden Bundesgeldern für Straßenbau, 128 Millionen Euro für Nordrhein-Westfalen, 621 Millionen nach Bayern. Dann schreiben Sie doch mal den Alpen-Ayatollahs von der CSU in dem Magazin für Orientierung rein, dass es hier darum geht, unsere Infrastruktur zu sanieren, dass es hier geht, die Infrastruktur zu erhalten und dass wir nicht mit unseren Geldern, dass wir nicht mit Bundesgeldern Neubau von Straßen im Bayerischen Wald finanzieren. Dann ist ein weiteres Heilsmittel, was Sie uns hier verkaufen wollen, die Frage nach dem ÖPP. Es wurde auch schon gesagt, dass der Bundesrechnungshof und dass es hinreichende wissenschaftliche Publikationen gibt, die ganz klar feststellen, gerade bei Infrastrukturprojekten hat die öffentliche Hand immer draufgezahlt. Und wir wollen uns nicht dieser Debatte grundsätzlich verschließen, aber ich bitte Sie doch, einfach zur Kenntnis zu nehmen und nicht so zu tun, als wenn es da ein Heilmittel gäbe und als wenn alle ganz wild darauf sind, private
private Investoren zu akquirieren, private Gelder reinzukommen und dass das eine gute Sache, eine Win-Win-Situation ist. Da müssen wir aufpassen, da müssen wir genau gucken und das geht nicht, dass das einfach so als Monstranz vorgetragen wird, dass das die Lösung unserer Infrastrukturprobleme wäre. Sie könnten viel konkreter handeln, indem Sie mal mit Ihren Parteifreunden aus Bayern sprechen. Meine Damen und Herren, wir sind solidarisch, wir leisten mehr aus eigener Kraft, dann brauchen wir aber auch Hilfe. Wir müssen das Bund-Länder-Finanzgefüge neu ordnen. Wir müssen das schnell machen. Es geht unseres Erachtens auch nicht, dass das jetzt in den Verhandlungen mit anderen Sachen gekoppelt wird. Und Sie sollten das nicht einfach so abtun, sondern sich ernsthaft damit auseinandersetzen. Denn da sind wir alle gefragt im Interesse unseres Landes und nicht nur die Fraktionen, die die Regierung tragen. Seit 2010 haben Sie hier, wie auch jetzt eben in der Debatte, mehr Geld und Stellen bei der Polizei gefordert, bei der Justiz, bei Lehrerinnen und Lehrern, heute wieder mehr Geld für die Kommunen, mehr Mittel für Hochschulen, bessere Bezahlung von Beamtinnen, ja sogar bei der Schulsozialarbeit, die Ihre Bundesregierung eingespart hat, die wir als Land aufgefangen haben, ist es Ihnen nicht genug. Im Grunde lässt sich sagen, wann immer eine Gewerkschaft, eine Interessensgruppe mehr Stellen, mehr Geld gefordert hat, da waren Sie dabei. Sie waren immer an der Stelle derjenigen, die gesagt haben, das ist zu wenig, zu spät, das ist nicht genug. Sie haben immer alle versucht zu bedienen und deswegen sind ja auch immer Ihre Reihen so spärlich besetzt, weil Sie durch die Länder tingeln, durch das Land tingeln und allen alles versprechen. Und wir haben jetzt mit dem Haushalt 2016 mehr Ausgaben. Wir haben Verpflichtungen, wir haben Personalausgaben mit einer Steigerung von über 800 Millionen Euro, die alleine aus der Dynamik der bei den Versorgungsempfängern erwachsen. Wir haben bei der Grundsicherung mehr Kosten, wir haben für den Hochschulpakt über 300 Millionen mehr und wir haben den ganzen Bereich Flüchtlinge mit mehr Ausgaben. Wir haben an konkreten Punkten, die Ministerpräsidentin hat gestern in der Unterrichtung auch schon zum Nachtrag einige Punkte genannt. Wir haben bei konkreten Punkten offene Ganztagsschule beispielsweise 10.000 zusätzliche Stellen. Wir haben bei dem Projekt keinen Abschluss ohne Anschluss. Herr Lindner ist nicht mehr da, der sollte da mal zuhören. 55 Millionen zusätzlich bis 2019. Wir haben ein Investitionspaket bei der Krankenhausversorgung, bei den Krankenhauspauschalen. Wir haben ein Sanierungs- und Modernisierungsprogramm für die Uniklinika von einer 500 Millionen. Hören Sie auf, so zu tun, als wenn diese Regierung einfach nur den Status quo erhält, dass keine Investitionen passieren. Ich habe es auf Twitter eben verfolgt, NRW würde zu wenig investieren. Wir haben in diesem Haushalt mehrere 100 Millionen Investitionsprogramme, die ganz konkret etatisiert sind, wo die Umsetzung begonnen wird. Hören Sie auf, so zu tun, als wenn das hier nur Stillstand wäre, den wir verwalten. Meine Damen und Herren, ich will zum Schluss, nicht nur, weil Herr Marsching das ja immer gefragt hat nach der Digitalisierung. Herr Marsching, Sie, eigentlich wollte ich gar nicht darauf eingehen, aber mich stört auch in der Berichterstattung immer diese Formulierung, die Sprache der Digitalisierung, wenn wir die nicht sprechen können, dann haben wir Zukunftsprobleme. Es würde auch helfen, wenn Sie erstmal lernen, einen Haushaltsplan zu lesen. Und wenn Sie dann sagen, es gibt nichts Konkretes zum E-Government-Gesetz, ja, dann muss ich Ihnen sagen, 150 Millionen Euro für mehr Bürgerfreundlichkeit und Effizienz sind in diesem Haushalt veranschlagt. Und die Förderung der digitalen Wirtschaft finden Sie auch, insgesamt 26 Millionen Euro. Ich weiß nicht, was wir noch machen sollen. Wahrscheinlich müssen wir noch eine Zeichnung machen, aber wenn Sie sagen, hier geschieht nichts, läuft das komplett fehl. Wir haben 2010, damit will ich enden, bei einer Neuverschuldung von 6,5 Milliarden übernommen. Wir haben sie um 5,1 Milliarden Euro abgebaut. Wir sind mit dem Haushaltsplanentwurf bei 1,48 Milliarden. 77,5% Abbau der Neuverschuldung bei gleichzeitiger Steigerung, bei Mehrausgaben für wichtige Projekte. Und wir haben bei den Mehreinnahmen, die wir generiert haben, sie immer gegen uns gehabt. Wir haben bei dem Ankauf der Steuer-CDs erlebt, wie Sie den Finanzminister als Hehler bezeichnet haben. Wir haben inzwischen über 20.000 Selbstanzeigen
Und die aktuellen Zahlen, ich habe mir das gestern extra nochmal angeguckt, wir haben die Selbstanzeige 2015 teurer gemacht. Das hat viele veranlasst, möglichst 2014 noch reinen Tisch zu machen. Die Leute, die Steuern hinterziehen, wollen natürlich nicht zusätzlich Gelder verschenken. Deshalb gab es Ende des letzten Jahres eine Bugwelle. Aber wenn wir uns dann die Zahlen bis in den Juni anschauen, dann haben wir schon wieder eine Verdoppelung im Vergleich zum letzten Jahr. Und schätzungsweise haben wir durch die zusätzlichen Selbstanzeigen im Haushaltsjahr, im ersten Halbjahr 2015, durch die zusätzlichen 2500 Selbstanzeigen, Mehreinnahmen von 125 Millionen Euro. Das sind alles Mehreinnahmen, die wir nicht hätten, wenn wir Ihrem Weg gefolgt wären. Das sind alles Mehreinnahmen, wo Sie gesagt haben, das wollen wir nicht, das machen wir nicht. Stattdessen wollten Sie einen höchst dubiosen Deal mit der Schweiz eingehen. Das haben wir nicht gemacht. Und deswegen ist das alleine Bilanz dieser Landesregierung. Meine Damen und Herren, die Leute sollten erkennen können, wo die Reise hingeht. Wir werden jetzt in den Haushaltsberatungen mit der Ergänzungsvorlage konkrete Maßnahmen für die aktuellen Herausforderungen noch hinterlegen. Die Leute wissen bei Ihnen nicht, so wie Sie sich hier verhalten, auch heute wieder in der Debatte, wo die Reise hingeht, wenn Sie bei Ihnen Ihr Kreuz machen. Es müsste allmählich erkennbar werden, ein Kessel Buntes hat im Fernsehen einige Jahre ohne Zweifel funktioniert. Das war aber in der DDR und da gab es nicht viel Auswahl. Ob Sie das bei einer Landtagswahl im einwohnerstärksten Bundeswahl, im einwohnerstärksten Bundesland wirklich ausprobieren sollen, das ist Ihre Sache. Aber wir sind konkret und wir helfen dort, wo es notwendig ist. Und zu dem Verfahren, was Herr Dr. Oppendrenk angesprochen hat, ich will es eigentlich dabei bewenden lassen, aber ich hoffe, dass wir genau wie bei den anderen beiden Nachtragshaushalten gemeinsam dieses beschleunigte Verfahren begehen können. Und natürlich müssen wir als Parlament über die Zahlen beraten, aber ich denke, das Verfahren, das auch Ihrem PG bekannt ist, ist so, dass wir uns in vielfältiger Art und Weise noch über konkrete Maßnahmen austauschen können und dass wir natürlich auch aus den Fraktionen noch Änderungsanträge zu den Haushalten beraten können. Vielen Dank.